Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Produktvorstellung. Und heute beschäftigen wir uns mit der wohl größten Enttäuschung in diesem wirklich sehr, sehr mauen Kinojahr 2016, und zwar Suicide Squad. Der Film erscheint eigentlich erst am 19.10. natürlich auch in diversen Steelbook-Editionen, wie zum Beispiel in dieser. Allerdings gab es ihn am Donnerstag schon zu kaufen. Es gibt natürlich auch noch zwei Figuren-Editionen. Allerdings möchte ich hier an dieser Stelle in diesem Video auch noch ein bisschen mehr auf den Film eingehen, denn der hat schon eine relativ negative Resonanz erfahren müssen. Natürlich gab es viele Leute, die ihm gefallen haben, wo ich mich allerdings jetzt sehr frage, was diesen Leuten an diesem Film gefallen hat. Denn ich muss sagen, diesem Film geht eine fast komplette erzählerische Narration im klassischen Sinne eines Films komplett ab. Zumindest in den ersten 90 Minuten saß ich da und habe mich öfters mal im Kopf gekratzt und mich gefragt, was das jetzt hier eigentlich sein sollte, oder ob es man wirklich aus dem Material, was man hatte, nicht mehr machen konnte. Vor allem, wenn man dem Regisseur mehr oder weniger den Film komplett aus der Hand nimmt und sagt, ja, wir schneiden jetzt unser eigenes Ding. Es gab ja diverse Nachdrehs, man wollte den Film einfach witziger machen. Ja, der Film ist witzig, aber er ist enorm extrem plump und auch sehr uninspiriert ausgefallen. Vor allem diese ganzen Figuren, die man ja aus der Hand hat, an der Hand hatte, mit denen man hier eigentlich gar nichts gemacht hat. Ja, es gab natürlich diesen Vergleich mit Guardians of the Galaxy von Marvel. Ich meine, an diesem Film reicht der Film leider nicht heran, weil es nicht gelingt, irgendeinen Spannungsbogen aufzubauen, weil er weder Charme noch Flair hat oder irgendeine der Figuren ein bisschen ans Herz wächst. Nein, diese Figuren sind absolute Schablonen, die eigentlich im Laufe des Films großartig nichts zu tun haben. Sie laufen irgendwann durch die Gegend, sind bla bla, führen sinnlose Gespräche, wann sie jetzt vielleicht abhauen möchten oder so, oder du bist ja ein ganz schlimmer Bube und etc. pp. Und das ist wirklich sehr, sehr schlimm, was hier gemacht worden ist. Und ich frage mich echt, warum der Film so dennoch so ein großer Erfolg war und der Regisseur David Ayer selber sehr zufrieden damit ist. Also ehrlich gesagt, hat vielleicht Warner mit ein paar Extraschein hinter ihm gewunken und gesagt, hier David, du machst positive Promo, damit wir aus dieser riesigen Katastrophe, diesen Debakel, noch irgendetwas retten können. Mehr ist es nicht. Jared Leto war, das kann ich auch verstehen, enorm enttäuscht gewesen, denn dieser Joker, der hier porträtiert wird, ist eigentlich nichts. Ja, also man sieht da so einen angemalten Typen mit Bling Bling in der Fresse, der ein bisschen lacht und so. Und dann wird uns mehr oder weniger auch so eine Beziehung zwischen seiner ehemaligen Psychiaterin Harley Quinzel, natürlich Harley Quinn, natürlich auch irgendwie verkauft. Ich muss sagen, die beiden hatten eine wesentlich bessere Chemie, zum Beispiel in der Batman-Animationsserie aus den 90ern gab. Da kam das wesentlich besser rüber, auch dieser Wahnsinn, der zwischen den beiden vorhanden war. Und hier ist es so, ich habe denen das absolut nicht abgekauft. Margot Robbie bleibt über die komplette Laufzeit eigentlich blass, uninteressant. Will Smith als Deadshot ist hier, würde ich mal schon fast sagen, das Weichei des Films. Die Figuren, die mir gefallen haben, das waren auf jeden Fall El Diabolo und Killer Croc, die waren schon relativ cool gemacht. Slipknot selber, der irgendwann in den Film reingeschmissen wird, ist unerheblich für den Film, weil er eigentlich nicht mal 5 Minuten dabei ist und eigentlich wieder rausgekillt wird. Enchantress ist wohl eine absolut überflüssige Antagonistin, weil wir unsere wirkliche Antagonistin hier im Film ist eigentlich Viola Davis, denn es gibt eigentlich gar keinen Grund für diese Task X-Force, was man da geplant hatte, für diese Schurken, die man natürlich am Ende alles in die Schuhe schieben möchte, die dann noch loszuschicken, weil das ist absoluter Schwachsinn. Also ich habe noch nie so einen riesigen, dampfenden Haufen Scheiße gesehen, seit Ewigkeiten nicht mehr, vor allem in diesem Bereich. Für mich definitiv die schlechteste Comic-Verfilmung überhaupt aller Zeiten, muss ich echt sagen. Suicide Squad hat schon im Vornherein während der Produktion eigentlich schon Selbstmord begangen, sagen wir es mal so. Und da kann auch die um gut 12 Minuten längere Extended Cut Fassung auch nichts mehr draus machen, sagen wir es mal so. Es wurde ja vom Vorfeld gesagt, es gibt keine längere Fassung. Ich glaube, diese Fassung selber kommt nur von Warner, um hier zu zeigen, ja, vielleicht kann der Film doch besser sein oder nicht. Ich glaube nicht, dass es von AR kam, und das ist wirklich extrem schwach. Deswegen eine Warnung vorweg, wer sich diesen Film anschauen möchte, leicht ihn euch irgendwo aus oder macht es per Streaming oder so. Keine Ahnung, es gibt ja diverse Portale, die den Film anbieten, aber ich würde definitiv keine 25 Euro dafür ausgeben. Ja, es gibt natürlich noch diese Figuren-Edition, die ganz nett und schön aussehen. Es gibt auch nächstes Jahr Hot Toys Figuren, die wirklich cool aussehen, weil ich muss sagen, einige dieser Charaktere haben echt ein tolles Design, echt, was man sich gut in Vitrinen stellen kann, aber als Film
Nee, absolut nicht. Das war leider absolut verschwendete Lebenszeit, muss ich wirklich sagen. Eine der schlechtesten Experiences in Sachen Comic-Verfilmung, die ich seit Ewigkeiten hatte. Ja, wie man natürlich sieht, haben wir natürlich noch dieses, muss ich sagen, recht hübsch designte Steelbook, bringt aber nichts. Der Film ist kacke, deswegen fliegt das Teil auch wieder raus. Was allerdings, muss ich sagen, vom Frontartwork sehr gelungen ist. Ich finde es auch wesentlich gelungener als zum Beispiel das vom 3D-Steelbook. Und drumherum hatten wir dann natürlich noch diese Warner-typische Banderole, die natürlich dann auch noch vollgeklatscht ist mit Informationen und Credits. Interessant sind allerdings Extras, vor allem das extra Faktencheck, wo der Autor und Regisseur David Ayer erklärt, wie man eine surreale und authentische Welt erschafft. Und dann noch ein paar verpatzte Szenen und einiges mehr. Also es gibt ja einiges an Extras, nur diese Welt ist weder surreal noch ist sie sonderlich authentisch. Es ist der größte Haufen Scheiße, den ich jemals gesehen habe. Ja, dann natürlich noch die Laufzeitangaben, was die Kinofassung und den Extended Cut angeht. Und das war es eigentlich gewesen. Der Film ist ab FSK 16, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Der Film ist absolut harmlos. Hier werden ein paar Arkne-Monster oder ich glaube Kackbratzen waren das gewesen. Denen werden die Köpfe abgehackt oder so. Aber sonst ist der Film vom Gewaltlevel wirklich absolut harmlos. Ja, also definitiv die FSK 16 finde ich komplett übertrieben. Aber das dürfte sicherlich mehr an der Tonalität des Films gelegen haben, wie es schon damals bei Christopher Nolans The Dark Knight war. Also wie ich schon sagen muss, das Steelbook-Cover hat mir wirklich, gefällt mir richtig gut, ist schön ausgemacht mit diesen ganzen, eigentlich allen Figuren, die im Film vorkommen. Da hat man sich auf jeden Fall was bei gedacht. Sieht sehr schön aus, das Ganze ist natürlich matt gehalten. So sieht es natürlich vom Spine aus. Und auf der Rückseite haben wir auch noch ein schönes Rückenmotiv. Warner macht ja mittlerweile die Credits ins Steelbook rein, was ich allerdings auch vollkommen schwachsinnig finde. Ich meine mal, Universal und Konsorten machen gar keine Credits. Weder ins Steelbook rein noch auf die Rückseite vom Film selber, sondern das lassen sie komplett weg. Ich weiß nicht, warum Warner das macht, weil ich finde es absolut schwachsinnig. Ja, dann haben wir natürlich hier das Innere, was auch noch mit einem schönen Innenartwork daherkommt. Natürlich mit der ganzen Crew zusammen, was man so, die eigentlich fast zu 99,9% komplett verschwendet ist im Film. Auf jeden Fall ein sehr schöner Druck, da hat man sich wirklich was bei gedacht, außer die Credits. Also, naja, ich muss sagen, bei den anderen Steelbooks von Warner, wo es hinten drauf war, habe ich es als weniger störend empfunden, als wenn es jetzt im Inneren drinnen wäre. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, relativ hübsch und die Discs sehen jeweils so aus. Hier haben wir natürlich die Kinofassung mit gut 123 Minuten und dann natürlich noch ein Disc mit dem Extended Cut, der 135 Minuten geht. Ja, mehr kann ich eigentlich jetzt auch nicht dazu sagen. Ihr habt jetzt ganz klar meine negative Meinung zu diesem Film gehört, jetzt auch wirklich so schnell wie möglich. Ja, seine Anwesenheit in meiner Sammlung dann ja, schnell wieder beenden wird und wieder rausfliegt, denn das war einfach nichts. Suicide Squad war vielleicht ein netter Versuch gewesen, aber da haben für meinen Geschmack zu viele Köche in die Suppe gespuckt und einfach es kam was dabei raus, was eigentlich für mich wirklich die ersten 90 Minuten, das war eine absolute elendige Tortur, eine absolute Qual, weil der Film nicht in Gang gekommen ist, weil da so viele Szenen waren, die so überflüssig, so schwachsinnig waren. Die Charaktere in keinster Art und Weise an mich oder ich mit denen wirklich was anfangen konnte oder selber mit dieser Film was vermitteln konnte. Und das ist wirklich das Schlimmste, was einem Film passieren kann. Und deswegen muss ich sagen, die Verpackung ist toll. Der Film ist aber absolut für die Tonne, muss ich wirklich jetzt sagen. Gut, das war's jetzt mit meiner Produktvorstellung bzw. mit meinem Warnvideo in Sachen Suicide Squad. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.